Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft Shattered Skyblock Infinity irgendwas World. Ja. Fällt schon wieder gut an. Hier kommt jetzt wesentlich mehr Lava rein. Ich habe den Lava-Fabricator schon mal angeschlossen. Und ich muss sagen, ja gut, dauerhafte Energie war klar. Ich meine, unser Hauptenergieproduzent da oben ist ja jetzt angeschlossen. 32.000 RF, wie viel? Culinary. Ja gut, steht da jetzt nicht so wirklich drin, ne? Ne. Ja gut, ich schätze mal, da könnten wir sogar je nachdem was abstecken. Schauen wir doch mal nach, wie das hier aussieht mit End und Netherrack. Ja, kommt schon gut rüber. Jawoll. Wir könnten jetzt halt noch, schauen, wir haben hier noch ein Item-Conduit, was wir noch anschließen können. Das können wir jetzt mal craften, beziehungsweise den letzten Servo nochmal. So, das hätten wir dann auch schon. Und dann können wir dann die Kiste da auch zumachen. Zack, 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 das brauchen wir. Hier haben wir währenddessen, ich war mal währenddessen kurz mit dem Hund draußen. 13 Iridium. Wenn man überdenkt, 13 Iridium haben wir am Anfang bekommen, nach 2 Tagen. Heute. Oh, ich gehe mal kurz mit dem Hund raus. Oh, 13 Iridium. Also man merkt das schon, es hat sich super entwickelt. So, hier sagen wir es einmal so und Insert. Zack, 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 zack. Einmal hier zugebaut. Flop, 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 flop. Ja, ja. Ups. So, dann kann hier oben drauf natürlich was bauen, ne? Hier die. Ne, die brauchen wir, aber die hier nicht. Flop. So. Ich glaube, wir müssen eigentlich nur unten Speed-Upgrades reinmachen. Wir haben ja noch so ein paar Acceleration-Cards über. Der nächste Schritt, der gefällt mir schon richtig gut, was wir machen werden. Einfach weil ich weiß, dass wir darüber wieder super Ressourcen bekommen. Und raus. Ja, wir können ja hier oben auch nochmal reintun. Hands down, raus. Raus. Wenn wir das jetzt mal so eine Zeit lang laufen lassen. Ja, da wird gut was drüber kommen. Scheiße, die habe ich noch gebraucht. So, Card. Die Crafting Cards brauchen wir jetzt. Die brauchen wir nicht so sehr. Wir werden... Ender-Kollektor brauchen. 2 Stück. Wir werden Dirt brauchen. Vielleicht weiß man jetzt schon, wo es hingeht. Natürlich werden wir eine Chest brauchen. Ne, 2. Was brauchen wir noch? Wir brauchen auf jeden Fall wieder Kabel. Wir brauchen Flux-Duct. Da könnte sogar je nachdem das hier schon ausreichen. Nehmen hier aber mal 2 Stacks von mit. Was brauchen wir denn noch? Wir brauchen 2 Cropsticks. Jetzt wird der Großteil wahrscheinlich schon wissen, wo es hingeht. Einen Mattock. Komm, dann holen wir es schon mal raus, um es aufzulösen. Wir brauchen einen, was zu Dendron zieht. Und wir brauchen die Nitro Ward Spores. Weißt du was, das Ganze machen wir dann doch mal 3. Da machen wir das mal direkt für die Diamalia Seeds mit. Weil das sind so die Sachen, wo ich sage, komm, dann nehmen wir einfach, wenn wir können.
Goldruhen. Ne, warte. Die Nitro-Warzen brauchen einen Soul-Sand. Ja, einfach, ich weiß auch schon, dass wir verdammt viele Dias brauchen werden. Deswegen sage ich, komm, nehmen wir auch schon noch die Diamalia-Seeds mit. Wir brauchen Autonomous Activator. Und zwar ein paar. Wir brauchen davon 12 Stück. So. Und das wird jetzt nicht ausreichen. Oh, die Hälfte sogar. Ich habe kein Rezept für eine Truhe. Wood. Wood. Dann mach mal ein Rezept aus Wood. Ist ja erbärmlich, dass ich kein Rezept für eine Truhe habe. Je nachdem würde ich das sogar bald mal sortieren. Was heißt sortieren? Ich wollte ein Interface-Terminal da aufsetzen und dann ein bisschen schöner gestalten. Hier ist nichts drin. Das habe ich schon mal ganz kurz gewohnt. Ja, ich werde bald nicht drum herum kommen, die ganzen Impuls-Item-Ducks auszutauschen. Wieso austauschen? Gegen die Opaque-Version. Weil, naja, er fängt ja schon ordentlich an zu laggen. Ich meine, 26 FPS am Server. Klar, der Turm hier zieht auch schon gut was ab. Den werde ich wahrscheinlich auch umversetzen. Wohin umversetzen? Nein, den setzen wir jetzt nicht nach da hinten hin. Den setzen wir in eine andere Dimension. Ja, machen wir erstmal 10. So, natürlich war es so schlau, ob die Tin-Gears mitgenommen. Natürlich bin ich so schlau. Ich bin so schlau. K-L-O-K. Na, wer weiß, woher das kommt? Schreibt es mir in die Kommentare. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehr schön. Dann können wir das Ganze ja schon mal aufbauen. Und geplant hatte ich, dass wir das hier unten drunter aufbauen. Eins. Nee, das war jetzt nicht so gut. Machen wir mal lieber so. Und dann mache ich hier noch einen. So, hier. Soul Sand fällt jetzt wirklich runter. Dirt. Dirt. Okay, der kann nichts spawnen. Dann die autonomes Activator einmal hier außen rum. Ungefähr so. Warum machen wir das über autonomes Activator und nicht über Harvester? Zeig ich jetzt gleich. Dann Cropstick. Nitorwart. So, hier machen wir Input. Input. Gar nichts und gar nichts. Sneaking. Sneaking. Sneaking und Sneaking. Dann einmal hier für Energie sorgen. Und dann brauchen wir natürlich auch wieder was Licht hier. Bring mal ein bisschen Licht ins Dunkel. Oh, ja, da wird es einmal lustig, alles einmal hier so outrageous zu verkabeln. Outrageous verkabeln. Ja. Flup, flup, flup. Wir könnten das auch unterirdisch machen, machen wir aber nicht. Warum? Ganz einfach, weil ich es kann. Nee, ich wollte das Ganze hier dann schön einmal verstecken mit... Na, wie heißen sie? Mit dem Structure Ducks oder wie die heißen. Ich komme gerade nicht mehr auf den Namen.
oder ob der Name richtig ist. Und ich glaube, darüber wäre das schon wesentlich einfacher. So, das ist, füllt sich auf. So, das brauchen wir, das brauchen wir. Die Amalia Seeds. Ja, kann ich growen, das ist schon soweit richtig. So, wir brauchen jetzt einen Dia-Erzblock und einen Redstone-Ore-Block. Flup. Was haben wir denn an Ohr hier? Gar nichts, das ist schon mal doof. Okay. Gar kein Thema. Ein Redstone. Ein Diamond Block. Und zwei Cleanstone. Ja, dafür brauchen wir jetzt kein Rezept, wenn wir einen Dungeon Smelter anlegen. Ich glaube nicht, dass wir das so oft brauchen werden. Pro Flieger, hau ab. Sehr schön. Dann brauchen wir Import- und Export-Busse. Jeweils 6 Stück. Na, wo haben wir es gerade? Achso, der macht gerade von dem Zeug. Ich habe gerade wieder ein bisschen Scheiße gelabert, fällt mir ein. Ich brauche nur 3 Exportbusse. Jetzt habe ich hier die Import, genau. Das heißt, ich brauche noch 3 Export. Ich hoffe, ich muss einfach mal nachschauen. Ich verkacke das so oft. Ey, unsere 3 Export-Busse sind fertig. Blöderweise brauchen wir doch noch 3. Bis ich das mal auf die Reihe bekomme, ne? Ja, stimmt schon. Export das im E-System exportiert etwas, Import das im E-System importiert etwas. Ja, ist ja gut. Und wir nehmen da Torch mit. Ja, eine Tierwatch. So, du kleines Kackwesen da unten. Alter. Ist ja schlimmer als mein Blood Moon. So, spawnt hier noch irgendetwas? Ja. Wit? Wo bist du denn jetzt hier gespawnt? Naja. So, die Exportbusse kommen hier hin. So. Dann machen wir jetzt hier eine Truhe hin. Die Fackel versetzen wir ein wenig nach hier. Boah, ich lösche das demnächst mal richtig aus. Ich weiß auch schon wie. Hier kommen die Ender Collector dran. Und die machen wir dann jeweils. Ah, können wir bei alle 3 auf so machen. Ja, das sollte reichen. Ja. So. Jetzt brauchen wir noch ein paar mehr Crafting Cards. Ich mache jetzt aber erstmal hier die Importbusse ran. Fang dann aber schon mit dem Kabel an.
So. Verlegen wir das Kabel hier rüber, ist glaube ich eleganter. Ja. Wesentlich ist es da sicher, man kann irgendwo hinfallen. So, ich habe auch schon so eine ganz vage Vermutung, was ich gleich für eine Meldung kriegen werde. Ja, da auf jeden Fall. Ja, da muss ich schon gar nicht mehr nachschauen. Da werde ich auf jeden Fall not enough. Ja, da werde ich hier die Meldung bekommen: Fick dich, du Hurensohn, und du hast nicht genug von den Kanälen frei. Mal Revolver mitnehmen, die können wir eigentlich bald auch schon lootschlachten. Flachsack brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen aber Covered Cable. Und hieraus machen wir Dense Cable. 32 Stück. Wir brauchen noch Crafting Cards, das heißt wir brauchen, ich mache das einfach mal 6, wir werden bestimmt nochmal brauchen. K4, wenn einer weiß, was das, wenn ich weiß, was das bedeutet, keine Sorge, ich weiß es gerade auch nicht. K4, ja genau. Flup, flup, flup. Zwei, drei, vier. Acceleration Cards können wir auch noch gebrauchen. Boah, das ruckelt so hart hier. Ups. War ich nicht. War ich auch nicht. So, und was machen wir jetzt damit? Fertilizer. Das ist der ganze Trick dahinter. Wir lassen jetzt von der ganzen Maschinerie hier Fertilizer autocraften. Weißt du was? Das brauchen wir jetzt echt nicht mehr. Das kann weg, das kann weg. Ja. So. Dann einmal hier rüber. Und dann hier rüber. Und das wird nicht reichen. Ja, das wird auf jeden Fall nicht reichen. Dann machen wir hier eine Unterbrechung. Hier sind zu viele dran, ne? Ja, ja, das gibt schon keinen mehr. Ne. Boah, kann der Regen mal aufhören? Das kann jetzt mal weg, das brauchen wir jetzt echt nicht mehr. Was habe ich noch gebraucht? Ah ja. Cable. Machen wir noch mal ein bisschen dense. Kabel, Covered Cable, dann Dense. So, damit sollten wir das jetzt gleich aber auch haben. Wenn wir überlegen, wenn ich das hier hochschmeiße. So, und 5. Dann führen wir das einmal weiter nach oben.
Da kann man ihn nur drum loben. Device Missing Channel, Device Online. Sehr schön. Super. Ja gut, da brauche ich ja dann auch nicht mehr. So. Fertilizer. Crafting Card. New Stock Items, genau. Das gleiche machen wir dann auch nochmal hier. Flup, flup, flup. Jetzt habe ich die Erze vergessen. Ja, ich habe dann auch Würze und Erze rumliegen, ich weiß, aber brauchen wir es. Da können wir gleich aufhalten. Das können wir gleich auch bald. Ey, das ist unglaublich, ne? Was ich teilweise für einen Schwachsinn am Tag habe. So, in der Mitte waren die Diamalia, genau. Jetzt nicht verkacken. So. Das gibt natürlich noch keinen, wir müssen aber noch Sneaking machen. Und dann halt hier auch noch. Okay. Müssen wir dann doch überall eine Range von 2 machen. So, Craft, das und das. Fertilizer. Ich hoffe, ihr versteht jetzt das Prinzip dahinter. Es ist wirklich nicht schwierig. Nee, da wollte ich hin. Flup. Halt. Das ist der einzige Vorteil, den wir dadurch haben, Tonnen von Ressourcen. Flup, flup, flup. Dann machen wir hier noch Upgrades, Speed-Upgrades rein. Weil Redstone werden wir jetzt ziemlich gut verbrauchen durch die Maschinerie hier hinten. So bekommen wir halt nochmal einen Bonus-Input. Wenn wir jetzt mal schauen. Das kommt schon gut dort rein. Fertilizer geht jetzt klar runter. Aber er craftet hier automatisch nach. Und naja, Appetite und Sand sollten wir genug haben. Ja. Also, wir haben jetzt 29.000 Dias. Ich glaube, ich mache mal kurz eine Grundreinigung. Das heißt, hier die Platten einmal rausholen. Und die Items, die hier nicht reingehören, ne, Moment, warte mal. Das war jetzt Schwachsinn, was ich gemacht habe. Es wird aber schon mehr, ne? Ja. Ich muss mal schauen, irgendwas... Hier die beiden Festplatten, ne? Da muss ich die halt ab und zu mal umsortieren. Irgendwas stimmt, gefällt mir da noch nicht. Irgendwas liegt da... Ist am Storage Bus anscheinend scheiße. Na?
Ja, ich schaue da nochmal offscreen rein, was am Storage-Boss nicht richtig stimmt. Ich würde sagen, das war es jetzt erstmal für heute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.